Gut, sind wir vollständig? Sind wir vollzählig? Das ist toll. Ich denke, wir können anfangen. Ist ja richtig was los. Ich hoffe, in den anderen Räumen ist es jetzt nicht leer, aber freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind heute. Ein paar bekannte Gesichter von der JAB, von der JAM Beyond in Frankfurt, die ich hier sehe. Willkommen zurück. Alle, die ich noch nicht gesehen habe, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine interessante Vortragsreihe bis heute, bis hierher. Oder heute bis hierher. Morgen kommt auch nochmal viel. Ich möchte heute gemeinsam mit meinem Kollegen Todd Franzen mit Ihnen über das Thema Zwei-Faktor-Authentisierung sprechen. Multifactor-Authentication. Warum man das machen sollte und wie man es auch umsetzen kann mit Joomla. Mein Name ist Malte Kaas. Ich bin Geschäftsführer von Mtrix. Mtrix ist Regionalvertretung für Yubico in Deutschland oder im deutschsprachigen Gebiet, besser gesagt. Todd Franzen hier, der Kollege, ist aus Schweden von Yubico direkt und ist verantwortlich für Sales in EMEA. Is that correct? That is correct. That's correct. Awesome. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber sehr schlecht. He understands everything, so be careful. Wer von den Anwesenden hat schon mal ein YubiKey in den Händen gehabt oder weiß, was es ist? Okay, wow. Warum muss ich überhaupt noch was sagen? Wer hat schon jeder einen bekommen? Wer noch keinen bekommen hat, möchte bitte nachher zu uns kommen, kriegt einen. Ist Teil unseres Sponsorings, dass wir einen YubiKey for free weggeben. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen. Warum brauche ich das Ding eigentlich? Was mache ich damit? Und wofür ist das eigentlich gut? Das Problem ist eigentlich, dass das Passwort-Username-Passwort-Prinzip sich überholt hat. Ich meine, das Username-Passwort-Prinzip kommt irgendwie damals noch aus der Mainframe-Ecke, so ganz zu Anfang, als man sich gedacht hat, wie können wir irgendwie User authentisieren, hat man gesagt, okay, wir nehmen Username und Passwort. Username und Passwort ist das, was wir heute alle verwenden für unser Mail, für unsere eBay, PayPal, für alles Mögliche. Username und Passwort ist irgendwie Standard. Username und Passwort hat aber ein paar Probleme, die wir immer häufiger sehen, die immer häufiger zu Trage kommen. Wir haben ja so ein paar Sachen mal zusammengefasst. Was ist eigentlich so in den letzten Sachen passiert? Das ist World Economic Forum Davos hat 2009 gesagt, dass $1 trillion jedes Jahr verloren gehen, weil Accounts gehackt werden, weil Diebstahl begangen wird, weil mit Online-Transaktionen Schindluder getrieben wird. Ich meine, wir kennen das im Moment aktuell aus den Medien. Wir haben diese Nacktfotoskandal mit der iCloud, dass also Leuten, die bekannter sind als wir, ihnen ihre privaten Fotos abhanden gekommen sind, die auf einmal wieder im Internet veröffentlicht wurden. Wir haben gerade in Deutschland jetzt vor kurzem gehört, dass irgendwie 1,2 Milliarden Internetzugangsdaten geklaut wurden. Die Staatsanwaltschaft Verden, hier oben aus der Gegend, wo ich komme, ermittelt dort im Moment gegen Leute, die irgendwie diese Datenbank angelegt haben, die diese Daten wohl verkaufen wollten oder sonst wie genutzt haben. Ich habe vorhin gerade mit einem großen Hosting-Unternehmen gesprochen, das hier in Deutschland ist, die auch hier heute sind. Die sagten, draußen ist Krieg. Es ist einfach so, vor der Firewall, alles was wirklich Web ist, dort tobt ein Kampf um Login-Daten, dort tobt ein Kampf um jeden Account, wenn man so will. Also da ist wirklich richtig viel los. Ich hatte eine Zahl gehört, dass also weit über 90% aller Login-Versuche gefakte Login-Versuche sind. Das ist kein Mensch, der da sitzt und der sagt, ich versuche mich jetzt an diesem Joomla und an WordPress zu authentisieren, sondern das sind Bots, das sind Attacken, das sind Skripte, die versuchen, Accounts zu hacken, automatisiert. Über 90%. Das bedeutet, da draußen ist wirklich ein ständiger Angriff auf unsere Accounts, auf unsere Zugangsdaten im Gange. Ich meine, wir haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, uns zu authentisieren. Wir können etwas nehmen, was wir wissen, etwas, was wir haben und etwas, was wir sind. Wissen ist klar. Irgendwas, was wir im Kopf haben, ein PIN, ein Passwort. Etwas, was wir haben, ist auch relativ klar. Das kann natürlich im besten Fall ein YubiKey sein. Das kann aber auch eine Smartcard sein. Das kann eine PIN-TAN-Liste sein. Das kann ein Smartphone sein. Das ist etwas, was wir haben, physischer Besitz. Oder wir authentifizieren uns etwas, was wir
sind. Das wäre ein biometrischer Faktor. Fingerabdruck, Iris, Gesichtserkennung, all diese ganzen Dinge. Ich möchte heute mit Ihnen über den Lösungsansatz von Yubico sprechen, der sich um eine Kombination, also um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung handelt es sich dabei. Das heißt, ich kombiniere den Faktor Wissen, das, was ich im Kopf habe, mit dem Faktor Haben, den ich physikalisch in der Hand halte. So. Das Problem, denke ich, ist soweit erstmal klar. Möchte irgendjemand dazu was einwerfen? Möchte irgendjemand, also ich möchte das als Dialog halten, diesen Vortrag. Beziehungsweise nicht als Vortrag halten, sondern als Dialog eigentlich. Wenn jemand Anmerkungen oder Fragen hat, bitte jederzeit raus damit. Das Problem ist, denke ich, heute mehr in aller Munde, als es noch vor einem Jahr war. Wir sehen, dass die großen Internetkonzerne sagen, Username, Passwort ist obsolet, es ist einfach nicht mehr State of the Art, es ist nicht mehr das, was zum Schutz unserer persönlich oder unserer Accounts ausreicht. Wir sehen es im Banking, die ganzen Mobile-TAN-Verfahren, überhaupt diese ganzen TAN-Verfahren, da nutzt man schon seit Jahr und Tag einen zweiten Faktor. Nur bei vielen anderen Accounts unseres täglichen Lebens nutzen wir heute noch keinen zweiten Faktor. Viele User machen dann Single Sign-On, das heißt, die gehen hin, also Single Sign-On im übertragenen Sinne, die gehen hin und haben für alle Applikationen das gleiche Passwort. Das ist ziemlich einfach. Ich habe da so für mich persönlich drei. Eins für sicher, eins für, naja, sollte vielleicht keiner rankommen und eins für, na, völlig egal. Also ich habe dann drei Passwörter und die wechseln dann ab und zu mal. Aber das sollte man natürlich eigentlich nicht machen. Wenn man es wirklich so macht, wie das BSI oder andere Leute uns das empfehlen, Umgang mit Passwörtern, sollten wir überall 14 Zeichen, Groß-, Kleinschreibung, alphanumerisch, Sonderzeichen haben und die am besten alle 14 Tage ändern. Einige Leute dürften damit in ihren Unternehmen gegängelt sein, in denen sie arbeiten. Das führt dann dazu, dass sie sich den Schrapel schon mal aufschreiben müssen, damit sie es zweimal hintereinander richtig eingeben können. Also zur Ersteingabe und dann zur Bestätigung. Und da brauchen sie auch so eine Trainingszeit von so 3, 4, 5 Wochen, bis sie es denn dann im Kopf haben. Und so lange ist der Zettel halt mit dem Post-it am Monitor oder unter der Tastatur oder sonst wo. Ja, vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg, sowas zu lösen. Das Problem ist soweit, sind wir uns da alle einig, ja? Gut. Ja, Passwörter können wie auch immer ausgespäht werden. Reused, das sagte ich eben gerade, das ist das, dass wir überall das Gleiche haben. Das heißt, wer mein Google-Passwort hat, hat mein Facebook-Passwort, hat mein PayPal-Passwort, hat alle. Single Sign-On mit einem Passwort, nicht so richtig sexy. Passwörter können abgefischt werden durch Malware, durch Trojaner, durch alle möglichen raffinierten Angriffe heutzutage. Können durch Keylogger, die man entweder in den USB-Slot steckt, aufgezeichnet werden, können durch sonstige Schadsoftware aufgezeichnet werden und dann an einen Angreifer übermittelt werden. Die Möglichkeit, wie einem Passwörter abhanden kommen können, ist relativ umfangreich. Eins fehlt hier und das ist das Social Engineering. Ich glaube, es ist ein Faktor, der wird häufig unterschätzt. Es gab mal eine Studie von, ich weiß gar nicht, wer es war, in Großbritannien, die haben Password for Chocolates, eine Aktion gemacht in London in der Fußgängerzone, haben gesagt, okay, Sie sagen mir Ihr Passwort und dafür gibt es ein Stück Schokolade. Und sie hatten eine unfassbar hohe Trefferquote, weil die Leute sagen, es ist anonym, der kennt mich doch gar nicht, der kennt meinen Account nicht, der weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Und die haben dann Passwörter eingesammelt von Leuten, die vorbeigingen. Und sie haben, ich glaube, 85% der Leute hat, natürlich wissen sie nicht, ob das wirklich das Passwort war, aber man kann davon ausgehen, dass die Leute sehr leichtfertig damit umgegangen sind. Password for Chocolates. Eine lustige Story. Nichtsdestotrotz, Social Engineering bedeutet, jemand späht mich aus. Ich denke, wenn heute Abend 23.45 Uhr wäre es auch relativ leicht, an Teile meiner Passwörter heranzukommen. Social Engineering ist ein Angriffsvektor. Darf man einfach nicht, außer Acht lassen. Jetzt hatte vorhin jemand erzählt, ein Beispiel. Social Engineering, es wird mit gefakten E-Mails gearbeitet, die so aussehen, als ob sie von der IT-Abteilung kommen. Das heißt, der schickt jemand an einen großen Konzern, an alle Mitarbeiter oder random an Punkt Sternchen E-Mails und da drin steht, wir sind die IT-Abteilung und wir müssen Ihre Passwörter überprüfen, bitte tragen Sie es hier ein. Ist auch eine Form des Social Engineering. Ist schon ein bisschen mehr Phishing, aber ist so eine Mischung aus Social Engineering und Phishing. Ist jedenfalls auch ein Angriffsvektor. Yubico sagt, wir versuchen das Problem zu lösen, indem wir einen Schlüssel, ich meine, er ist hier am Schlüsselbund, einen Schlüssel geschaffen haben,
mit dem ich mich an all den ganzen Services authentisieren kann. The Key to the Cloud ist der alte Claim, neue Claim ist Trust the Net, aber die Idee ist wirklich, einen Schlüssel, einen physikalischen Schlüssel zu schaffen, zu entwickeln, und das war die Vision, einen Schlüssel zu entwickeln, den ich benutzen kann, um meine Online-Konten, meine Identitäten abzusichern. The Key to the Cloud. Der YubiKey. Es gehen auch Schlüsselbunde verloren, absolut. Wenn ein Key verloren geht, müssen Sie natürlich in irgendeiner Form einen Workaround haben, der es Ihnen ermöglicht, einen Account zurückzusetzen. Wie Sie, auch wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder Ihre Smartcard verloren haben, irgendwie einen Prozess haben müssen, der den User nochmal bestätigt und diesen Key aufhebt, dass also der nicht mehr notwendig ist zum Login. Also da gibt es Methoden, eigentlich jedes Verfahren hat irgendwo dann doch nochmal einen Workaround, um solche Fälle verlorener Hardware auszuschließen. Jeder von Ihnen kennt vielleicht One-Time-Password-Tokens, wo einmal Passwortgeneratoren oder TAN-Generatoren oder solche Dinger. Viele haben es vielleicht auch aus der Arbeit, so ein RSA-Token oder sowas mit so einem LCD-Display, da ist eine, liest man was ab und trägt es ein. Der YubiKey ist da anders. Der YubiKey ist erstmal passiv. Da ist keine Batterie drin. Da ist kein Display drauf, sondern es ist ein USB-Key, den ich in das Keyboard, also in den USB reinstecke und der sich dann als Keyboard beim System anmeldet. Das heißt, der meldet sich als Tastatur am Computer an und kriegt seine Power natürlich über das USB-Device. Hat aber den Vorteil, es kann keine Batterie mehr keine Batterie mehr leer werden, es kann keine Batterie auslaufen, es kann kein Display kaputt gehen. Es ist erstmal sehr belastbar. Sie können das Ding waschen, haben viele Leute gemacht. Wir haben neulich gerade wieder Bericht bekommen, dass jemand sagte, mein Hund hat meinen YubiKey gefressen. 3 Tage später kam eine Mail, wir haben ihn wieder, er geht noch. Funktioniert. Also sie sind sehr, sehr widerstandsfähig, die Dinger. Wir haben Leute damit tauchen sehen, die haben so Tauchen damit gemacht. Ist cool. Ein Bier, damit kann man auch aufmachen. Funktioniert auch. Also so stabil ist er. Ist schon cool. Das meinen wir mit It's ruggedized, it's good tested. Und es hat ein Secure Element drin. Das heißt, da ist ein Secure Element Chip drin, in dem dieser Schlüssel, das heißt das Secret, zu dem Generieren der Einmalpasswörter abgelegt ist. Das heißt, Sie können sicher sein, dass da keiner von außen rankommt und es nicht reverse engineeren kann, um da ranzukommen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie vertraut sind mit dem Einmal-Passwort-Verfahren. Vielleicht können wir da nachher noch individuell drauf eingehen, wenn das jemanden im Detail interessiert. Aber dieses Device erzeugt ein sich ständig änderndes, nur einmal gültiges Passwort anhand eines AES-Schlüssels. Das ist also ein Secret drauf. Anhand dieses Secrets erzeugt das Teil bei jeder Berührung dieser kapazitiven Fläche ein einmal gültiges Passwort, das von der Gegenstelle überprüft werden kann. Das heißt, die Gegenstelle kann prüfen, ist dieses Passwort gültig oder nicht. Es kann sie es nicht selber erstellen, aber es kann es zumindest überprüfen. Ist das soweit jedem verständlich? Wir haben den YubiKey in verschiedenen Ausführungen. Wir haben den Standard-YubiKey. Wir haben einen RFID-YubiKey. Wir haben... Wie geht das? Das Ding kann verschiedene Authentifizierungsverfahren. Ich glaube, das ist hier fast irrelevant in dieser Runde, aber Sie können damit Authentifizierungsverfahren machen. Oath ist ein offener Standard für One-Time-Password-Authentication. Sie können ein statisches Passwort drauf speichern. Sie können ihn in Challenge- und Response-Mode nehmen. Ich meine, das wird die Hardcore-Techies unter Ihnen vielleicht interessieren, was man damit noch alles machen kann. Uns interessiert eigentlich die Standard-Konfiguration. Das ist die YubiKey One-Time-Password-Authentication, die ich über diesen Schlüssel eben machen kann, um mich am Joomla anzumelden. Ich denke, das ist das, worauf wir hier heute uns konzentrieren sollten. Es gibt das Ganze noch in ganz klein, also das ist der normale Standardformfaktor. Es gibt den noch in sehr, sehr klein, der steckt also im USB-Port drin, permanent drin. Sie sehen es hier vielleicht, der verschwindet fast im USB-Port. Und nur wenn ich dann hier drauf drücke, löst er aus und sendet eben das Einmal-Passwort. Ist schon...
ganz praktisch. Warum ist es egal, ob das der da noch drinsteckt? Der kann da ständig drinstecken bleiben. Wenn jemand mein Notebook findet, nützt es ihm nichts, weil ihm fehlt ja das, was ich im Kopf habe. Ihm fehlt ja das Passwort. Wir reden über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also Username plus Passwort plus YubiKey. Das heißt, nur der YubiKey alleine nützt mir noch nichts als Angreifer, sondern ich müsste immer beides haben. Ich müsste sowohl den Key haben, als auch das Passwort, was der Benutzer im Kopf hat. Wie bitte? Das lautet Passwort oder Sommer 1 oder Sommer 2. Ich meine, da gibt es auch, also die Verteilung von Passwörtern, das ist, so viele Möglichkeiten sind es gar nicht. Mathematisch sind es irgendwie 10 hoch irgendwas Möglichkeiten bei 14, 15 Stellen. Aber in echt, das, was die Leute wirklich verwenden, ist es doch relativ überschaubar. Also ich habe die jetzt leider nicht dabei, aber es gibt so eine Statistik, die häufigsten Passwörter weltweit, und da ist dann sind schon ziemlich auf dem Haufen verteilt, also die Passwörter, wie sie denn genutzt werden. Also je nach Land und je nach Sprache gibt es da also wirklich eine Clusterbildung, eine Haufenbildung um bestimmte Wörter herum und um bestimmte Namen und solche Sachen. Das ist schon ganz spannend. Das heißt, ich habe meinen User-X-Port, habe den YubiKey, ich lasse den Manual auf die Stelle, mein Laptop wird gestohlen, dann läuft X, zieht den YubiKey ab und hackt einfach, dass wir das angepasst haben. Das ist halt eine große Action. Wenn ich auf der Maschine drauf mache, die Daten. Mir würde es ja alle rum, die haben den Kunden gestohlen, das Laptop bei unseren Schülerarbeiten ist schon nicht sicher zu machen. Ja, das ist dann. Natürlich, ich sag mal, es gibt, ja, jein. Wir reden hier heute über Joomla-Authentisierung. Wenn jemand Sie haben jetzt diesen Key hier für Joomla oder registriert. Sie machen damit die Joomla-Authentisierung. Dann nützt Ihnen der Key alleine erstmal noch nichts. Wenn wir über Windows-Authentication, Netzwerk-Authentication reden, reden wir immer über eine andere Softwarelösung, die noch damit einhergeht. Weil Windows kennt ja gar kein OTP von Haus aus. Und Mac kennt von Haus aus auch kein OTP. Sie brauchen dann immer noch ein Stück Software von einem Drittanbieter oder von wem auch immer, um ihrem Betriebssystem beizubringen, diesen Schlüssel auch zu verstehen. Da gibt es einen Haufen Lösungen, ein ganzes Ökosystem, auch um diese YubiKey-Technologie drumherum, die das alle können, die das machen, würde aber jetzt hier in diesem Rahmen den Rahmen einfach sprengen. Ja, natürlich, wenn jemand vor einer Windows-Büchse sitzt, ist völlig egal, welches Passwort da drauf ist, seine Festplatte ist verschlüsselt. Weil schmeißen sie eine High-Rent-CD rein, starten sie in Linux und kopieren sich die Dateien. Ist der Drops auch gelutscht, das ist völlig wurscht. Aber anderes Thema, gerade jetzt, Two-Factor-Authentication, Joomla. Der Workflow wäre wie folgt. Sie haben User-ID und Passwort. Sie stecken den Key in den USB-Port, berühren ihn und sind angemeldet. Aber eben mit der Kombination Username, Passwort plus YubiKey. Ist das verständlich? Also ich gebe erst das Passwort, also Username, Passwort ein, ich stecke den Key in den Port rein, genau. Und berühre ihn und dann drücke ich auf Enter und dann gehe ich ins Ding. Das Enter schickt er Ihnen sogar noch mit hinterher. Also Sie machen eigentlich Username, Passwort. Und der Key kann auch schon drinstecken, und wenn der Cursor in dem Feld ist, von dem zweiten, dann drücken Sie drauf, dann schickt er die Zeichenkette, und ich zeige das gleich nochmal. Das Enter schickt er Ihnen, glaube ich, auch noch mit hinterher, oder Sie drücken Enter, und sind dann im Backend angemeldet. Und dann melde ich mich wieder ab und nehme das den Key raus und kann mich nie wieder ohne diesen Key anmelden. Den muss ich dann immer wieder dabei haben. Ja. Es sei denn, Sie setzen ihn zurück, den Account. Wenn Sie natürlich den Account noch jemand in der Lage ist, dann noch wieder ranzukommen, können Sie ihn zurücksetzen. Genau. Genau. Aber er braucht keine Treiberinstallation. In jedem Rechner. Ist völlig egal. Jeder Rechner versteht diesen Key, weil es als Tastatur meldet. Ja, Sie können einen Key zu mehreren Backends hinzuordnen. Also Sie ordnen immer einem bestimmten User den Key zu, aber Sie könnten natürlich auch einen Key zu mehreren Usern hinzuordnen. Das ist natürlich für Administratoren relativ interessant, aber für Redakteure wäre das relativ witzlos, weil
da soll ja wirklich nicht alle mit einem arbeiten, sondern jeder mit seinem eigenen Key. Aber für Sie als Admin, sagen wir mal, wenn Sie mehrere Sites zu verwalten haben, bietet sich das natürlich an, dass Sie Ihren Schlüssel zu Ihren Admin-Accounts hinzufügen. Muss ich dann alle Accounts von den Joomla-Installationen mit dem Key? Nein. Man kann auch einzelne Accounts, soweit ich bin selber kein Joomla-Experte, aber ich meine, hattest du auch gesagt, einzelne Accounts nur mit dem YubiKey zu schützen, zum Beispiel den Admin-Account oder den Super-Admin-Account, gibt es glaube ich Super-Admin auch noch, dass man den absichert, die Redakteure brauchen es nicht, die machen ganz normal Username, Passwort, aber die was kaputt machen können, die wirklich irgendwie dann administrative Rechte haben, dass die dann noch zusätzlich diesen Key verwenden können. Die Registrierung läuft so, Sie geben Username, Passwort ein, Sie... Kann ich noch mal kurz was fragen? Selbstverständlich. Also wenn ich das jetzt einsetze, ich habe ja auch Kunden, die Super-Admins sind, dann bräuchten die auch so ein Ding? Genau. Die bräuchten dann auch so einen Key. Den können Sie denen quasi bei der Auslieferung der Website mit in die Hand drücken, sagen, das ist Ihr Schlüssel zu Ihrer Internetseite. Relativ eingängig. man unterschätzt das. Das ist ein psychologischer Faktor. Dass ich das Ding an meinem Schlüsselbund habe, ist ein psychologisch nicht zu unterschätzender Faktor. Ich meine, hier haben wir Firma, wir haben Haus, wir haben Waffenschrank, wir haben alles dran. Ist perfekt. Und eben auch meine virtuelle Identität, also meine YubiKeys, die ich brauche. Immer. Listenpreis inklusive Mehrwertsteuer, Onlinepreis sind 23,95. Inklusive Mehrwertsteuer, ungefähr. So bei ich weiß, ich verschenke zu viele davon. Bei 50 Stück sind sie irgendwo Listenpreis bei 17 Euro oder irgendwie so. Also es geht dann auch runter. Es ist bezahlbar, es ist überschaubar. Und Sie brauchen keine Lizenzkosten, Sie brauchen nur den Key. Registrieren tun Sie das so, Sie tragen, melden sich beim, Gerald, da musst du mir dann mich unterbrechen. Registrieren bei Joomla ist wie? Im Backend irgendwo. Im Backend kann ich zwei Stellen noch machen. Ich muss einmal die Two-Factor-Authentifizierung umschalten und dann auf Benutzerebene bei jedem Benutzer, also einmal auf dem Systemebene, das ist die Backend, das ich aktivieren muss, dann die und da muss ich in den Benutzern jeweils selbst sagen, dass wir auch Two-Factor-Authentifizierung haben. Da muss ich einmal den String eingeben, damit er den den Zuordner, ja. Ja. Und danach hat es automatisch mit drin. Und wenn es aktiviert ist, gibt es beim Login vor einem dritten Eintrag. Hier, so wie das hier. Genau. Das hier, das ist dann der Joomla-Login quasi. Username, Passwort plus Secret Key. Secret Key ist der YubiKey. Der ist dann eben mit dabei. Ich muss sie nur einmal zuordnen, ja? Wenn ich dann mein Backend einloggen, mein Item ausordnen. Gefällt mir. Gerald, hast du den? Komm. Ja, Sie haben theoretisch gesehen haben Sie erstmal Pech, weil wir haben zwar einen NFC-Support, dass Sie also sich mit dem Key, also es gibt einen anderen Key, der kann NFC. Den halte ich jetzt hier ans Telefon, wie auch immer das funktioniert. Ich wusste sogar noch dein Passwort, Tort. Ich halte jetzt hier den hier ran. Und in dem Moment hat er den NFC oder per NFC, per Near-Field Communication übertragen ans Handy. Das geht auch mit NFC-Tablets. Das geht aber nur mit Android-Tablets oder mit Windows-Tablets. Ja. Bei Apple habe ich ein Problem, weil ich habe kein USB, ich habe kein NFC, außer jetzt im neuen 6er, da weiß aber noch keiner, wie es aussieht. Da bin ich auf so eine Krücke angewiesen, ich mag sie kaum hochhalten. Das ist das Camera Connector Kit. 29 Euro. Teurer als der YubiKey. Ja. Also Sie können auch Fotos mit anschließen, immerhin. So, das Ding kommt hier rein und dann kommt hier der YubiKey rein. Es geht. Ich gebe zu, es ist eine Scheißlösung, aber es geht. Wenn man sagt, man will wirklich Super-Admin-Accounts machen oder man braucht Admin-Accounts, die secure sind und Sie haben Kunden oder Websites oder überhaupt die Anforderung, dass Sie bestimmte Bereiche absichern, ist es das wert, das Ding mitzuschleppen für den Fall, dass Sie ran müssen? Oder ist es das nicht wert und lassen Sie es einfach offen? Also, ich würde sagen, wenn wir über Security reden, ja, das ist dumm, aber es geht.
Also, da muss man dann abwägen. Also, can you plug that in again? Funktioniert, haben wir gerade eben nochmal ausprobiert, funktioniert auf dem Tablet wie auch auf dem iPhone. Ist ein Workaround. Sie sperren sich aber nicht komplett damit aus. Wenn Sie das Ding dabei haben, geht's. Ja? Ja, zum Plan B. Die Jugendliche ist weg. Und dann? Dicke Backen. Zurücksetzen. Ich weiß nicht, wie der Prozess bei Joomla geregelt ist. Ich meine, er generiert, wenn ich das erste Mal eintrage, generiert er ein Notfallpasswort. Notfallkey. Notfallkey. Den ich in Safe lege oder irgendwie sowas. Ja. Generiert einmal Passwort, die man ausdrucken kann? Ja. Okay. Dann wird das auch so sein, okay. Müssen wir Niklas mal fragen, was er da gemacht hat. Genau. Für mich als Benutzer aktiviere, dass er wirklich gebraucht zur Organisierung. Ich meine, er generiert. Ja, ich glaube, es ist nur einer in dem Fall, das ist einfach nur sind 10 oder sowas in der Richtung, die er macht. Bei jedem ist es, glaube ich, nur einer. Und wie du sagst, soll dann auch. Jedes System, was ist sicher, für jeder Benutzer, der, also jede, zu jedem YubiKey-Hardware gibt es einen Notfall-Key. Wie lange haben wir eigentlich? Aber der geht dann halt nur zu dieser Installation. Ich kann mal mit meiner. Wird das bei den anderen Regeln wenn der generiert, nichts mehr bucht. Also ist bei jeder Installation. 15. Er muss ja bei jeder Installation anders sein, weil er muss ja gemünzt sein auf das System. Also er muss anders sein. Das wären ja Generalpasswörter, sonst würde ich die einmal generieren und könnte in dein System. Das wäre ja auch doof. Nein, auf den YubiKey bezogen. Das ist so für jeden YubiKey einmal generiert. Es gibt aber einen Weg, also es gibt einen Workaround, die Leute, die das implementieren. Wie heißt der Kollege? Nikolas. Nikolas, der das aus der Joomla-Community hat das geschrieben. Ich verweise gerne für weitere Joomla-spezifische Implementierungsfragen an ihn. Der Kollege aus Griechenland, der hat das ganze Thema implementiert. Es ist im Standard mit drin, im Core. Es ist also als Plugin schon vorhanden. Es muss nur aktiviert werden und kann also quasi out of the box schon angewendet werden. Ich meine, Sie haben ja heute nach diesem Vortrag zumindest alle einen YubiKey. Und können das alle ausprobieren. Nehmen Sie erstmal einen anderen User, nehmen Sie nicht gleich den Admin, wenn Sie Angst haben, dass Sie ihn ständig verlieren. Aber ich sag mal, das passiert seltener, als man sich das vorstellt. Wie oft haben Sie das letzte, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Schlüsselbund verloren? Ich habe meins noch nie verloren. Irgendjemand hier schon mal seinen Schlüsselbund verloren? Passt besser auf. Was man dort noch nicht machen kann, ist einen User generieren, der Administratorenrechte hat, mit einem langen und super sicher Passwort und den, das Ding irgendwo hinlegen, wenn wirklich mal was passiert, dass irgendwas, das man sonst nicht genau. Der kann genau. Genau. Den machst du sonst nichts für nichts anderes verwenden, als so. Dass man einen Notfall-User quasi hat, einen Fallback-User. Genau. Danach brauche ich ja noch einen am meisten. Wonach? Danach, wenn es. Ja. Neuen Key. Also im besten Falle ja. Also Sie können es natürlich deaktivieren. Wir schicken euch dann einen, natürlich. Wir verkaufen die Dinger, womit wir schon bei der nächsten Frage sind. Natürlich. Im besten immer 100 Stück nehmen. Immer 100 Stück nehmen. Für 100 gibt es auch eine Geschenkpackung, ist in Ordnung. Ja? Keine Ahnung. Ein Passwort generieren, sicherlich müsste das auch noch gehen, weil das Passwort ist ein komplett anderer Faktor. Also das Passwort ist, das ist ein Zweitfaktor, das ist ein Nebenfaktor, wenn man so will. Ich denke, dass alles, was Sie heute machen können, ohne den YubiKey, geht auch nach wie vor. Nur eben, dass man den YubiKey, die Zuordnung in der Datenbank wahrscheinlich auch lösen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich sie da manuell quasi setzen kann. Das ist etwas, das ist abhängig von der Implementierung, was Nikolas da gemacht hat. Das wird funktionieren in dem Moment, wo ich auf Systemebene die Two-Factor-Authorisierung wieder ausschalte. Und das kann ich, wenn ich auf Zugriff auf die Datenbank habe, kann ich logischerweise in der Konfiguration das ausschalten, das ändern. Wenn der Datenbank oder in der Config zu Der Müll ist ja. But we are good in time. It's alright.
Ja? Gut. So sieht dann die Authentication Workflow aus. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Yubico. Yubico ist 2007 gegründet worden, kommt eigentlich aus Schweden, sitzt mittlerweile in Schweden, in Stockholm und im Silicon Valley, das heißt also in San Francisco ein Stück runter, in den USA, da wo sie alle sitzen, sind mittlerweile weltweit vertreten und... Ah, das heißt also, das Backup liegt bei den Herrschaften in den Staaten. Bei denen von der NSA. Das ist eine gute Frage. Zumindest mal ist es eine schwedische Firma, die auch in den USA sitzt. Aber, wie bitte? Der Panzer, genau. Warum ist Google in die USA gegangen? Weil sie diese Kunden haben, weil sie Google haben, weil sie Facebook haben, weil sie Salesforce als Kunden haben. Da spielt einfach die Musik. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn wir über IT reden und man fährt einmal durch Silicon Valley, sagt man, hoppala, da passiert ja doch eine ganze Menge. Also die sind dort hingegangen, haben dort ein Headquarter oder eine Niederlassung gegründet, weil sie gesagt haben, da müssen wir hin, weil da sind unsere Kunden. Google nutzt die Technologie, Facebook nutzt die Technologie, Salesforce nutzt die Technologie, Agfa, Novartis. Es wird im Moment unfassbar viel, weil die Awareness so hoch ist. Die Leute wissen, ich muss was tun. Nur benutzen ein Passwort reicht nicht mehr. Das ist den Leuten so eingängig bewusst geworden in den letzten Wochen und Monaten und in dem letzten Jahr, dass diese Technologie einen sehr, sehr großen Zuspruch erhält. Und das merken wir auch heute hier, dass Sie hier sind. Es ist ein Thema. Die Awareness ist hoch und Ihre Kunden werden sicherlich auch sich dazu Gedanken machen. Wäre es dann nicht gut, wenn Sie proaktiv auf Ihre Kunden zugehen können und sagen, wir haben uns Gedanken gemacht über die Sicherheit dieser Backend-Systeme, überhaupt dieser CMS-Systeme und wir schlagen Ihnen vor, nutzen Sie das. Wenn der Kunde das macht, können Sie diese Keys bei uns natürlich erwerben. Ja. Jein, wenn Facebook denn diesen Key unterstützen täte und er nutzt auch den Yubi Cloud Authentication Dienst. Sie können den Key nutzen für Ihr Joomla-Account und Sie können ihn gleichzeitig für Bitcoin.de nutzen und Sie können ihn für LastPass als Passwortmanager nutzen. Und für alle anderen Dienste, die den YubiKey als Authentisierungs- und für Ihr WordPress, die haben es nämlich auch drin, gibt es also auch ein Plugin dafür. Da können Sie ihn überall nutzen. Alles, was gegen die YubiCloud authentifiziert, können Sie damit dem Key standardmäßig out of the box verwenden. Wir haben eine Menge Kunden, die programmieren die Keys um. Die packen ihre eigenen Secrets drauf, nutzen den Key in einer geschlossenen Umgebung. Den können Sie natürlich nur dann in dieser eingeschlossenen Umgebung nutzen. Den können Sie nicht dann auch noch für Ihr LastPass verwenden. Es ist eine Technologie. Es ist ein, ja, und die Joomla-Integration ist quasi eine Lösung, die damit funktioniert. Genau. Your keychain? Your keychain. In my best case scenario, your keychain later on looks like no, not the hotel key. Where's my key? Torts keychain is mit 5, 6, 7, 8 keys. Tor has more virtual identities than physical identities. This would be my perfect keychain, right? Yeah, and actually we're working with partners to get rid of these keys. Right. Physical keys and use this key even for your door access. Mm-hmm. Yeah? Now we're home. Now we're done. M-Trix? Ich habe eine Frage. Also es ist ja öfter so, dass im Joomla-System es verschiedene User gibt und manchmal auch verschiedene Admins. Ist es erforderlich, dass dann alle Admins auf dem Yubico kriegen, um die Sicherheit Es ist nicht technisch nicht zwingend erforderlich, aber es ist, was die Sicherheit angeht, in jedem Falle. Alle administrativen Accounts mit einem zweiten Faktor abzusichern, ist sinnvoll. Also es macht keinen Sinn, nur einen Admin dann zu sichern, wenn es noch bei anderen die gängigen Wenn Sie dann noch super Admin-Rechner haben, mit einmal. Also,
also ich würde sie alle absichern. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, werden diese Accounts von überall auf der Welt angesurft? Sind sie so exponiert, dass sie, oder werden sie an so vielen verschiedenen Geräten genutzt, dass sie für Social Engineering oder für Keylogger exponiert sind? Ich würde sagen pauschal ja, aber natürlich können sie eine Einzelrisikobewertung für die Accounts machen. Müssen es nicht tun. Aber ich würde sagen, alles was administrativ ist, sichern sie es mit zwei Faktoren ab. Sie sind dann auf der sicheren Seite. Jemand, der den Key nicht hat, kommt nicht rein. Und es funktioniert, wie gesagt, aus der Box. Sie müssen nichts mehr tun, außer den Key zuordnen und den Key irgendwo herbekommen. Und den Key bekommen Sie von uns. Es gibt viele Joomla-Communities, die machen auch Sammelbestellungen. Also die, Gerald, bei euch war das? Oder ich weiß nicht, wo. Ja, ihr habt auch Sammelbestellungen gemacht dann. Also die Joomla-Communities sich zusammengetan, haben einen größeren Batzen bestellt. Sie können Partner von uns werden, wenn Sie denn darin, also wenn Sie mehr Kunden haben und nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauchen, sondern wenn Sie sagen, das ist für mich vielleicht auch ein Geschäftsfeld, können Sie auch Partner von Yubico werden, also von uns, und können ja auch noch zu vergünstigten Konditionen dann einkaufen als Partner. Also das ist alles möglich. Was ich Sie nur bitten würde, ist, probieren Sie es aus. Sie alle haben Joomla, Sie alle nutzen es, aktivieren Sie das Plugin, probieren Sie es aus. Es ist simpel. Ich wollte eigentlich noch eine Live-Demo machen, dazu kommen wir jetzt aber nicht mehr, weil es einfach, ich zu viel geredet habe. Aber vielleicht können wir das auch später nochmal machen, wenn Sie zu uns am Stand vorbeikommen. Wir sind ja heute noch da, wir sind morgen noch da, und beantworten gerne noch alle Fragen. Hat jetzt noch jemand eine Frage? Keiner mehr. Alle mundtot gemacht. Vielen Dank. Halt, doch noch. Wie meinen Sie, wie sicher? Kommen Sie zu uns, ich gebe Ihnen eine Übersicht über die YubiCloud, wie sie aufgebaut ist. Sie ist mehrfach redundant aufgebaut. Es liegt alles in HSM-Modulen, das heißt also alles liegt in Security-Modulen. Es ist so sicher, dass große Namen auf diesen Dienst vertrauen. Technische Details erläutere ich gerne später. Okay? Sie müssen sie nicht verwenden. Also Sie können es auch selber hosten, wenn Sie es wollen. Also Sie könnten auch den Authentisierungsdienst selber machen. Also, aber ja. Thanks. Wer hat noch keinen YubiKey? Bitte vortreten. Vielen Dank erstmal. Danke, dass Sie zugehört haben. Do you do that?